Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir gehen in die dritte Woche des Ersten Weltkrieges und die Mittelmächte sind, besonders hier im Osten, schon ziemlich unter Druck geraten. Die Russen haben hier einen Vorstoß auf allen Stein gemacht, ja, der mich überrascht hat, aber der eigentlich gar nicht so überraschend war, denn hier gibt es eine große Lücke zwischen unseren Frontabschnitten und eine Straße, die hier direkt nach Allenstein führte. Insofern war das schon eine Art Einladung. Aber das Ergebnis ist ziemlich dramatisch für uns, denn es droht eine Einkesselung unserer gesamten ostpreußischen Korps hier. Drei richtig gute, unglaublich wertvolle Korps. Wenn diese Einkesselung klappt, dann wird Königsberg nicht zu halten sein und dann verlieren wir all diese Truppen. Und das wäre eine echte Katastrophe. Das müssen wir verhindern. Die Frage ist, kann Hindenburg, der jetzt hier neu angekommen ist, das verhindern? Wir haben hier die Russen, die massiv aufmarschieren mit 6 Korps, die wir sehen. Wer weiß, wer da noch hinterkommt. Und gegen diese Übermacht kann man Lemberg eigentlich nicht halten. Also auch das ein Riesenproblem. Und wir haben unseren eigenen Angriff hier gegen Serbien, der total schon in der Anfangsphase ins Stocken geraten ist. Belgrad ist noch nicht erobert. Ja, die einzige Front, wo es einigermaßen normal läuft, würde ich sagen, ist hier die Westfront. Wir stehen vor Brüssel. Gott sei Dank sind die Bergwerke von Mont noch nicht besetzt worden vom Gegner. Da können wir also noch nachlegen. Gut, also arbeiten wir mal die Probleme ab. Das ist das größte Problem. Und naja, wir müssen uns erstmal akut jetzt hier um Allenstein kümmern. Aber das ist für mich ein Warnschuss in der Richtung, ob es sinnvoll ist oder ob wir mit unseren Mitteln diese Front so halten können. Und meine Antwort lautet eigentlich schon nein. Aber dazu kommen wir gleich. Wir müssen erstmal gucken, was hier eigentlich jetzt drin ist. Wir haben leider hier keine Kavallerie. Das müssen wir auch nochmal ändern. Deswegen nutzen wir mal unser Flugzeug und fliegen da erstmal rein und schauen. Und wir sehen, wir haben dort tatsächlich ein Korps. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass sie dort mit der Kavallerie hin sind. Aber nein, es ist ein großes Korps. Gut. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Wir ziehen unser 20. Korps hier unten in den Süden hin und kesseln die sozusagen unsererseits. Das ist aber nur ein Thema. So. Okay. Jetzt sinkt radikal ihre Versorgung. Das wird in der nächsten Runde dazu führen, dass sie nicht mehr wirklich kampffähig sind. Aber in der nächsten Runde kann schon wieder viel passiert sein. Aber jetzt die Grundsatzfrage. Ist es realistisch, dass wir hier eigentlich, also dass wir hier diese Front aufrechterhalten können gegen so massive Truppen? Wir haben gesehen, was passiert und wir müssen davon ausgehen, dass hier einfach noch mehr nachdrücken kann. Und dann muss man ehrlich sagen, dass diese Stellung zwar hier wunderschön ist hinter dem Fluss, aber die macht nur Sinn, wenn wir auch die Flanke decken können. Und das können wir mit unseren Mitteln hier überhaupt nicht. Das heißt, es gibt meines Erachtens nur die eine Möglichkeit. Wir müssen uns tatsächlich aus dieser Stellung zurückziehen. Und hier eine kürzere Front erschaffen, die wir besser verteidigen können. Natürlich bietet sich diese Weichsellinie an. Aber die Frage ist, ob man es vielleicht nicht auch anders schaffen kann. Ich möchte Königsberg nämlich nicht aufgeben. Und ich bin mal überlegen, ob wir nicht eine Linie, die in etwa hier so entlang geht, etablieren können bis nach Thorn. Ob wir die vielleicht halten können mit den 3 Korps, mit diesem Korps und noch mit zum Beispiel hier einem Verstärkungskorps, das hier noch in Flensburg in Reserve steht. Das ist natürlich hier überhaupt keine gute Landschaft zum Verteidigen. Wir können uns hier ein bisschen eingraben. Aber der große Vorteil ist, wenn wir in Linie stehen, kann der Gegner maximal von 2 Seiten angreifen und kann uns natürlich nicht kesseln. Ich denke, wir sollten das probieren. Wir sollten das probieren. Das heißt, wir ziehen uns jetzt hier zurück. Ich tendiere dazu, dass wir in Königsberg mit einer Abteilung stehen bleiben. Wir werden aber die Abteilung hier verstärken. Das können wir ja jetzt, weil wir Produktionspunkte haben. Die hat immer noch 3 Defensive gegen harte Einheiten. Die hat hier in Königsberg einen guten Defensivbonus. Wir gucken uns das nochmal an. Befestigte Ortschaft ist das. Das heißt, sie kriegen einen Verteidigungsbonus von 2, auch gegen harte. Und das sollte einigermaßen ausreichen. So, die 3 werde ich komplett zurückziehen. Jetzt die Frage, wie machen wir das am sinnvollsten? Ich meine, wir können die natürlich gleich mitnutzen, um noch diese Armee hier anzugehen. Ja, und die ist ein bisschen das Problem, weil hier die Sümpfe, das ist schwierig.
Das heißt, die können wir nur hier ziehen. Das ist okay, würde ich sagen. Ja. Können wir uns erlauben, hier eine und dort eine hinzustellen? Ich glaube, in dieser Situation geht das. Dann gehen wir die mal richtig an, dieses Korps. Also machen wir jetzt so einen allgemeinen Rückzug, der gleichzeitig so eine Art Gegenangriff ist gegen dieses 23. Korps. Ja, diese Landsturmabteilung, die Festung, die gebe ich völlig auf. Die Landsturmabteilung ziehen wir komplett zurück. Die wird ein Teil hier unserer Verteidigung sein. Bringen wir sie erstmal dorthin. Und verschanzen können wir nämlich dann hier schon beginnen. Dann kann sie sich nämlich schon ein bisschen eingraben in der Zeit. So, hier wird ein gutes Korps stehen. Und immer im Wechsel mit einer Abteilung wird dann hier auch noch weiter ein Korps stehen. Okay, dann greifen wir, würde ich sagen, erst einmal an. Hier, wo sind unsere Chancen besser? Greifen von hier unten an. Ja, zwei Schaden gemacht, nur einen Schaden bekommen. Das war schon mal gut. Greifen wir weiter an. Ja, das war wiederum nicht so gut gekämpft. Genau das Gegenteil. Ja, dann ziehen wir hier auch noch rein. Auch wieder Pech gehabt. Okay, es ist, wie es ist. Aber das ist der Beginn einer Frontbegradigung. Ich glaube, dieses feindliche Korps wird dort nicht mehr rauskommen aus der Nummer. So, wir sind aber noch nicht fertig. Wir werden natürlich diese Stellung hier verstärken. Wir werden diese Stellung verstärken. Was mache ich hier oben? So. Wir werden Breslau verstärken. Okay. Dann werden wir uns jetzt Verstärkung holen. Dieses Reservekorps, das werden wir verlegen mit Eisenbahn. Kostet 18 Produktionspunkte. Wird Teil hier unserer Aufstellung werden. Ah, wartet mal, da muss ich kurz nochmal zurückgehen, denn das Flugzeug, das ziehen wir mal ein bisschen zurück. Und ich denke, dieses Reservekorps kommt dann hier hin. Oder wir gehen so hoch. Ja, nehmen wir machen das mal hier. Also im Notfall können wir uns immer noch auf diese Weichsellinie zurückziehen, aber das ist jetzt im Moment erstmal meines Erachtens der richtige Weg. Das Hauptquartier legen wir auch ein Stück zurück, nicht, dass da noch irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass er nach Marienburg durch kann, weil wenn er nicht vernünftig versorgt ist, hat er auch deutlich weniger Aktionspunkte. Gut. Dann ist hier das Problem, also das ist natürlich jetzt eine Schwäche an dieser ganzen Geschichte, dass wir hier im Moment nicht verteidigen können. Aber es scheint so, als ob die russische Armee sich komplett erstmal auf diesen Bereich konzentriert. Allerdings ist es irgendwie, kommt es mir fast wie eine Verschwendung vor, ein gesamtes Korps hier für Katowice abzustellen, wo hier doch gar nichts los ist. Wir gucken mal, ob wir mit der Kavallerie hier ein bisschen was sehen können, wenn wir dorthin reiten. Hier ist tatsächlich nichts los. Passt auf, dann machen wir das folgendermaßen. Dann werden wir uns... Das bleibt hier so ein bisschen in diesem Bereich, um hier als Eingreifreserve zu gelten. Die Frage ist nur, was ist der beste Punkt? Hier kann von drei Seiten... Na, ich gehe mal hier hin. Okay. Gut, und idealerweise wäre eigentlich, wenn wir hier noch eine kleine Abteilung hätten, die Katowice sichert so. Ah, es ist unschön hier. Aber gut, es geht nicht anders. Und was ich aber auch machen werde, ich werde tatsächlich eine Kavallerie von der Westfront abziehen, weil hier benötigen wir eigentlich nicht so viele Kavallerien. Die werden wir auch verlegen. Ja, die wird nicht Teil unserer Defensivlinie werden. Die Frage ist, können wir hier jetzt noch irgendwas absichern, möglicherweise beim Rückzug? Ja, ich meinte, wir können sie erstmal hier hinsetzen. Da kann sie natürlich jetzt nicht angreifen, aber das wird das Korps hier noch weiter unter Druck setzen. Das gilt dann, glaube ich, irgendwie... Na, ich weiß nicht genau, aber ich denke, ja, das wird es unter Druck setzen. Gut, dann haben wir hier oben, glaube ich, alles erledigt. Und ich bin gespannt, wie die Russen jetzt hier vorrücken werden und wie sie auf diese Geschichte reagieren werden. Die Kavallerie kann da ruhig stehen bleiben. So, jetzt ist hier im Prinzip ein ähnliches Problem. Also,
diese sechs Cores, wenn die auf Lemberg gehen, ich bin mir nicht sicher, also ich sehe ehrlich gesagt nicht, auch mit diesen Cores nicht, wie wir hier eine lange Frontlinie bauen können und das halten können. Es wäre eine Möglichkeit, dass wir komplett hier hinter die Sahnen zurückgehen. Hier, das ist eine ganz gute Linie. Und dann irgendwie ins Gebirge gehen. Also weil hier glaube ich nicht, dass sie hier vernünftig übers Gebirge ziehen können in Größenordnung. Das wird schwierig werden, glaube ich, von ihrer Seite, für die, was die Versorgung betrifft. Ja, aber die Frage ist, ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, um so einen Rückfall zu machen? Ich denke auf jeden Fall, dass ich aus Tschernowitz rausziehe. Die Frage ist, ja, wir können von Lemberg aus uns komplett zurückzuziehen. Also ihr seht, ne, wie mich dieser Angriff hier echt nervös gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass wir es halten können. Und dann müssen wir auch ehrlich sein damit. Wir ziehen zurück, Leute. Wir halten hier eine Linie. Wir ziehen hinter die Sahn. Komplett. Wir können natürlich den Rückzug noch so ein bisschen nutzen für Attacken. Ja, wir könnten hier einen Angriff machen. 4:2, der sieht gar nicht so schlecht aus. Machen wir vielleicht das mal und ziehen uns dann zurück. Ja, wir kommen natürlich jetzt nicht so weit, ist aber auch nicht so schlimm. Da könnte man sogar vielleicht noch nachsetzen. Okay. Gut, Lemberg wird also jetzt freigezogen. Oder wir setzen hier nochmal nach. Sehr riskant. Die Frage ist, können wir das jetzt ummünzen noch in eine echte Vernichtung, indem wir zum Beispiel noch die Kavallerie hier ranziehen? Oder vielleicht diese, die ist sogar noch stärker. Oh Leute. Jawohl! Okay, wir haben tatsächlich dort ein russisches Korps vernichten können. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt unsere Situation gravierend entlastet, aber das ist schon ein Erfolg. Das ist schon ein Erfolg. So, jetzt haben wir noch die Kavallerie und Tschernowitz. Tschernowitz werde ich freiziehen. Ich denke, um tatsächlich hier weitere Entlastung noch hinzukriegen. Das Problem, wenn ich die jetzt hier stehen lasse, dann wird sie, glaube ich, getötet werden, wenn die ganzen Cores kommen. Deswegen mache ich mal Folgendes. Ich werde hier einen Angriff machen. Aber mich dann zurückziehen mit der Kavallerie. Und stattdessen jetzt hier das Corps. Verdammt, wir kommen dort nicht hin. Okay. Das ist unschön. Weil wir hier nicht die Kontrollzone auflösen konnten. Gibt es noch irgendwas, was wir in den Einsatz bringen können? Nee, könnten wir nicht. Dann greifen wir mal an. 2-1. So, jetzt ist dieses Chor ein bisschen gefährdet. Und natürlich die Verteidiger in Lemberg. Die sind angeschlagen. Ich meine, wir haben ein feindliches Chor zerstört. Es kann aber sein, dass wir das Chor an Lemberg jetzt verlieren durch diese ganze Aktion. Bin mir nicht sicher. Wir können hier noch uns ein bisschen bewegen. Ist das irgendwo sinnvoll? Ne, bleiben wir mal da stehen. Ja, okay. Ihr seid hinten. Mit euch kann ich nichts mehr machen. Das Hauptquartier, das muss ich ein bisschen zurückziehen. Das ist mir zu heikel. Und dann haben wir hier noch eine Kavallerie, die Ärger machen kann. Deswegen ziehen wir hier schon mal in die Stellung hinter die Sahn. Und 1-1 gegen eine Kavallerie ist, finde ich, kein guter Deal. Das machen wir nicht. Krakow wird hier weiter besetzt. Jetzt zieht ein bisschen nach vorne. Okay, gut. Mehr ist hier meines Erachtens nicht zu tun. Aufstocken können wir auch nicht. Dann kommen wir hier jetzt zum weiteren Vorgehen in Belgrad. Wir haben hier ein frisches Korps, das aber noch nicht... Ja, doch, das könnte eingreifen, indem wir hier hinziehen. Aber der erste Angriff muss hier erfolgen. Die Frage ist, kann unser Flugzeug schon irgendwas leisten? Ja, kann es. Na, dann soll es mal dahin fliegen. Auch wenn es vermutlich nicht sonderlich viele bringen wird, weil wir keine Artillerie dabei haben. So, jetzt 4-1. Das sieht doch schon mal gut aus. 30% vorbereitet.
Ah, nur 3. 3-1. Also hier setzt sich so ein bisschen das fort, dass es nicht so toll klappt. Gut, was haben wir hier? Der Fluss macht hier eine ungünstige Biegung. 3-1. Okay, das könnte die Vernichtung sein. Jawohl. Gut, und keinen Schaden bekommen. Das ist hervorragend. So, jetzt dürfen wir da, jetzt müssen wir da einen reinziehen, der noch nicht gekämpft hat, damit wir dort weiter vorgehen können. Gegen die hier. 2-1. Das sieht nicht so gut aus für uns, aber wir müssen diesen Angriff machen. Hier über den Fluss ist es vermutlich noch schwieriger. Ihr werdet nicht mehr als dorthin kommen. Ihr müsst also hier die Stellung... Ja gut, die können wir hier schon mal runterziehen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ich greife weiter an. Wir müssen jetzt irgendwie in Bewegung bleiben. 1 und 1. Immerhin etwas besser. Und hier auch. Verdammt. Das ist ein harter Schaden, den wir hier hinnehmen mussten. So, ihr könnt euch noch bewegen. Dann würde ich sagen... Die können sogar noch angreifen. Dann ziehen wir hier tatsächlich mal richtig zurück und gehen hier nochmal hin. Ah, wieder nur ein. Aber der Gegner zieht sich zurück. Wow, das können wir tatsächlich nutzen, um vorzurücken. Können wir das von hier aus noch besser nutzen? Nein. Ah, wartet mal. Dann bleibt das unbesetzt, wenn wir da jetzt vorrücken. Aber vermutlich wird er nicht die Stadt verlassen. Insofern ist das, glaube ich, nicht von Nachteil, wenn wir das machen. Hoffe ich zumindest. Ne, wir kommen da nicht rein. Ah, die kann noch dorthin ziehen. Das ist ja wunderbar. Wir müssen aber hier auch mal ein bisschen aufpassen. Diese Armee nervt ein bisschen. Unser Hauptquartier ist dort möglicherweise gefährdet. Wir können sie angreifen. Und dieses Korps ist eigentlich viel zu schade. Wir machen mal Folgendes. Wir haben hier noch eine Abteilung. Die kann dorthin nach Dubrovnik. Die genügt ja zur Verteidigung. Wir werden dementsprechend dieses Korps nach Sarajevo ziehen. Und mit diesem Korps, tja, 2-2. Oder hier über den Fluss rüber und von dort angreifen. Wir sind halt hier vorbereitet. Haben aber die minus 35 Fluss. Ich gehe, glaube ich, hier hin und greife von dort an. Ja. Ist auch 2-2. Nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Und wieder nur. Oh mein Gott. Wieder so richtig Pech gehabt hier bei dieser Attacke. Schlecht. Sehr schlecht. So, wir haben diese Abteilung noch, die uns noch helfen kann. Die würde ich aber, glaube ich, erstmal lieber verstärken. Und dann gab es diesen Vormarsch. Okay. Gut, alles andere braucht dann erstmal Ruhe. Das Hauptquartier bringen wir mal ein bisschen hier in Sicherheit. Und dann haben wir hier auch unsere Züge gemacht. Achso, ich darf nicht vergessen, dass ich hier noch eine Verlegung durchführen wollte nach Dubrovnik. Das müssen wir dann das nächste Mal verstärken. Okay, Belgrad ist immerhin in unserer Hand. Das ist mal ein gutes, ja, eine gute Nachricht, aber der Gegner steht hier doch stärker, als ich erwartet hatte. Mal sehen, wie schnell wir wie weit vordringen können. Jetzt ist es so, hier gibt es eine Konvoi-Route. Die verläuft, wenn ich das richtig gesehen habe, von Frankreich nach Serbien. Bringt dort irgendwie Unterstützung hin. Und ich denke durchaus, dass wir das probieren könnten hier mit unseren Schiffen. Kannst du auch auf Schleichfahrt gehen? Ja, mit unseren Schiffen diese Route zu unterbrechen. Das machen wir jetzt mal. Was haben wir hier? Leichte Kreuzer. Ich bin mir nicht sicher, mit wie vielen Schiffen wir dort agieren sollten. Hier haben wir Panzerkreuzer. Stellen wir den mal dorthin. Geben dem den Überfallmodus. Das müssen wir jetzt mit allen Schiffen machen, die dort agieren. Hier haben wir ein Schlachtschiff. Das bringen wir mal hier in die vorderste Reihe. Überfall. Ich weiß gar nicht, ob das ein Schlachtschiff überhaupt effektiv tun kann. Zerstörer, ein 10er Zerstörer, der kommt hier hinter.
Wahrscheinlich ist das auch viel zu viel Power, was wir hier reinlegen. Okay, dann nehmen wir den noch mit runter. Halt. So. Konvoi-Modus Überfall. Und das Ganze machen wir auch noch. Ich glaube, man kann auf der Linie und bei den auf den nebenliegenden Feldern kann man sozusagen das tun. Und das machen wir jetzt mal, so gut es geht. Okay. Mal gucken, was das für Effekte hat. So, damit haben wir den Schauplatz hier auch bearbeitet. Und dann gehen wir jetzt an die Westfront und schauen, wie wir hier am besten weitermachen. Wir müssen jetzt Brüssel nehmen. Es ist so, dass unsere Artillerie hier nirgendwo sinnvoll feuern kann, weil sie nicht in Reichweite ist. Auch unser Flugzeug erreicht dort nichts. Das heißt, wir müssen alles hier mit den Mitteln machen, die wir hier haben. Brüssel hat eine ganz schlechte Bereitschaft. Moral, das sollte erstmal kein Problem sein. Ist nur die Frage, wie jetzt der sinnvollste Weg ist, um dort anzugreifen. Wie weit können wir von hinten Verstärkung jetzt schon ranholen? Ja. Vermutlich sollten wir auf jeden Fall die Vorbereitung hier nutzen und diese Angriffe hier mit durchführen. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall sinnvoll. Das lief so sehr gut. 3-0 statt 2-1. Das ist hervorragend. Mal gucken, ob sie ebenfalls... Ja, wunderbar. Okay. Zwar mit etwas höheren Verlusten, aber das lief jetzt brillant. Gut, jetzt sollten wir, glaube ich, zuerst mal mit einer Kavallerie hier rein, um zu schauen, was da los ist. Hilft übrigens jetzt ein Aufklärungsflug? Wie weit können wir fliegen bis hier? Ich weiß gar nicht, was haben die für eine Sichtreichweite? Sehen wir das irgendwo? Sichtweite Land ist nur 1. Okay, damit können wir nicht... Ja, ist auch nachvollziehbar. Mit dem Flugzeug kann man nicht so weit gucken. Dann werden wir jetzt mit der Kavallerie hier reinreiten nach Brüssel. Um jetzt erstmal zu sehen, was hier noch so ist. Und wir sehen, die belgischen Armeen haben sich planmäßig nach Ypern und Antwerpen in ihre Festung zurückgezogen. Und mit denen wollen wir uns jetzt eigentlich gar nicht so lange aufhalten. Sondern wir versuchen Lille und hier haben wir noch eine Mine. Los, ein Bergwerk zu erobern. Die Frage ist jetzt, wie weit kommen wir voran? Dort kommen wir nicht hin. Dort kommen wir nicht hin. Wir kommen nicht nach Lille. Niemand kommt nach Lille. In diesem Zug zumindest nicht. Das ist schade. Hätte man das schaffen können? Ich bin mir nicht sicher. Gut, warte mal. Wir haben hier eine Kavallerie, die steht in Sedan. Okay, wir ziehen erstmal das Maximum, was wir hier ziehen können. Ich meine, vielleicht können wir hier oben ja irgendwelche Überraschungen erreichen. Ziehen wir mal mit euch dahin. Da haben wir eine Abteilung. Ah, 2-1. Nee, das machen wir nicht. Dann besetzen wir hier Cambrai. Und ihr rückt hier noch vor, würde ich sagen. Okay, von Lüttich aus können wir hier hinziehen. Kann da noch jemand hin? Nee, dann müssen wir das unbedingt machen. Das ist interessant. Und irgendjemand, haben wir das jetzt schon besetzt? Ja. Das haben wir schon besetzt. Das ist automatisch Teil unseres Gebietes. Okay, soweit zu diesem Vormarsch. Jetzt müssen wir auf die Ardennen achten. Da kommen wir hin. Zum Teil zumindest. Okay, hier müssen wir dann vorrücken. Also das ist hier gesetzt, der Zug. Das ist hier wirklich schwieriges Gelände. Dann können wir hier wirklich nur so vorrücken. Hilft nichts. Dann zieht ihr hier mit rein. Und hier geht's dahin. Die Frage ist jetzt die Artillerie. Können wir die sinnvoll irgendwie hier nochmal positionieren? Vielleicht hier? Dann könnte die hier zumindest feuern und irgendwas treffen. Und das Flugzeug bringen wir hier mit ran.
Das Hauptquartier bringt mir nach Lüttich. Oder Aachen müsste eigentlich reichen von der Reichweite. Ja, Aachen reicht. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Okay, dann zieht ihr hier nach. Gut. Das passt jetzt erstmal. Das passt jetzt. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir irgendwo noch Angriffe starten. Und wie wir hier noch irgendwelche Umverteilung machen. Wir haben hier Prinz Ruprecht. Der kommt hier auch nochmal nach. Der Rest steht in Ordnung. So, wir könnten theoretisch hier oben angreifen, aber ich tendiere dazu, das nicht zu tun, jetzt sinnlos hier unsere Power zu verpulvern. Wir wollen eigentlich weiter nach Westen. Dann haben wir Rahm. 2-2er Angriff. 2-2. Oder wir greifen hier das Kavalleriekorps an, das ziemlich umstellt ist. 2-3. Ja. Das ist vielleicht sogar erfolgversprechender. Machen wir das mal. Ja. Nur 2-2. Schade drum. Aber jetzt haben wir damit angefangen. Okay. So, toll. Jetzt haben wir tatsächlich die vertrieben und können jetzt allerdings nicht mehr nachziehen. Mit keiner Einheit. Doch, mit dieser Kavallerie könnten wir nachziehen. Und damit könnten wir das Korps vermutlich sogar vernichten. Und das ist natürlich extrem verlockend. Jawohl, tatsächlich. Okay, die Frage ist, ob die dort sich verteidigen können gegen die vermutlich jetzt wütend anrennenden Franzosen. Aber das war schon auch ebenfalls ein kleiner Erfolg und Sedan ist in unserer Hand. Verdun können wir trotzdem nicht angreifen, aber das ist schon was. Das ist schon was. Okay, gut. Das hat sich also gelohnt, hier über den Angriff nachzudenken. Dann gucken wir mal, wo wir noch einigermaßen gut stehen. Hier könnten wir sogar noch aus der Hinterhand was ziehen. Der Angriff ist Unsinn. So, wie sieht es aus mit Nancy? 3-2, 3-2. Da könnten wir dann wegziehen und tatsächlich aus Metz und hier noch Verstärkung reinbringen. Das heißt, wir können mit 4 Leuten hier angreifen. Das hat auch was, um Nancy zu erobern. Leute, das versuchen wir. Wir starten diesen Angriff. Oh, verdammt. Extrem hohe Verluste. Oh, beides Male deutlich höhere Verluste als erwartet. Das ist natürlich unschön. Ja, jetzt müssen wir es aber durchziehen, ne? Jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt geht ihr bitte dann dorthin. Du ziehst aus Metz nach. Ach, Mensch! Wieder schlechter als prognostiziert. Du gehst nach Luxemburg. Wir ziehen hier. Halt, den kann ich gar nicht mehr nachziehen. Oh, hier kann ich nachziehen. Tja, jetzt haben wir da ein schwer beschädigtes französisches Korps. Mit denen könnte ich auch nochmal hin. Ach Mensch! Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das hätten wir jetzt beinahe vernichtet. Ja, wir können auch die Kavallerie zum Einsatz bringen. Hervorragend. Ihr geht zurück nach Metz. Der Moment der Kavallerie ist gekommen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Wir könnten jetzt sogar Nancy einnehmen. Und das könnten wir sogar mit einer Infanterie machen. Das sollten wir uns nicht nehmen lassen, Leute. Wow. Verdammt. Ach nee, ich dachte, es gäbe einen Überraschungsangriff. Oh, wer hätte das gedacht, dass wir hier doch besser vorankommen als gedacht? Gut, jetzt werden wir hier einen Teufel tun, irgendwelche Angriffe machen, sondern wir werden uns hier einfach nur vernünftig aufstellen. Und der ist ja gerade zurückgezogen worden, den können wir noch nicht verstärken. Ja, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier überhaupt noch keine... Oh mein Gott, ich habe die Einheit hier unten vergessen, aber Gott sei Dank, die können wir ja verstärken. Okay, die ist natürlich jetzt... Ja, das ist hier ein Schwachpunkt, ne? Die Moral ist natürlich jetzt drastisch... da habe ich nicht aufgepasst. An die habe ich nicht gedacht. Die hätte ich vielleicht auch ersetzen müssen. Nicht, dass hier unten Mühlhausen oder sowas noch in Gefahr kommt. Können wir irgendwo noch irgendwas wegziehen?
Nee, sieht nicht so aus. Ah, das ist ein kleiner Schwachpunkt, die Aktion. Naja, gut, aber dafür haben wir trotzdem viel erreicht insgesamt. Jetzt wird erstmal die Verschanzung durchgezogen. Da überall, wo es geht. Ihr habt euch ja alle bewegt, ne? Ja. Oder? Ja, die kann ich verschanzen. Sehr gut. So, die Kavallerie verschanzen ist da Unsinn. Die habe ich reingezogen. Die könnte sogar noch einen Angriff machen, was natürlich jetzt Quatsch ist, weil die muss das erstmal halten. Ja. Ich glaube, ich sehe auch, ob eine Verschanzung machbar ist. Genau, wenn dieses Symbol hier leuchtet, dann muss ich nicht immer per Rechtsklick reingehen. Also für alle, die dieses Windows-Fenster frustriert, ihr habt ja auch Shortcuts, die da helfen. Okay, hier könnten wir eine Verschanzung machen. Sehr erstaunlich. Dann machen wir das sicherheitshalber. Kann nie schaden, hier auch. Das will ich aber nochmal drehen. Okay, gut. Ja, prima. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ist das jetzt erstmal ein doch teilweise erfolgreicher, vor allem hier im Westen, Zug gewesen. Ob das ganze Manöver hier im Osten klappen wird, da bin ich schon sehr gespannt darauf. Das sehen wir in der nächsten Runde. Wir müssen aber noch was machen vorher. Wir können jetzt erstmals Produktionspunkte ausgeben, aber das schauen wir uns dann in Ruhe das nächste Mal an. Da müssen wir noch ein bisschen über Flotte reden und über Forschung und so weiter und so fort. Also, ich freue mich schon. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.